Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Return One Raid Trip. So, wir sind jetzt also in den Zug gegangen und suchen unsere Freunde. Wie lange der Zug wohl schon hier steht? Sicherlich Jahrzehnte. Riecht nach Rost und Schimmel. Hallo? Ist da wer? Alter. Ein zerfledertes Notizbuch. Die Hälfte davon fehlt. Oh fuck! Was war denn das? Komm schon, Sagi, reiß dich zusammen. Der Ort hier macht dich nicht verrückt. San sagte ja auch immer, dass ich eine blühende Fantasie habe. Dann hoffen wir mal, dass das wirklich nur meine Fantasie war. Hoffentlich. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Ton. Warte mal, ich muss mal. Ganz kurz. Das erschien mir jetzt doch relativ laut. Ich regel mal ein Stück runter, aber ich weiß nicht, was hier noch passieren wird in dem Spiel. Ob es noch lauter wird. Okay, rennen können wir jetzt auch. Irgendwas liegt unter dem Stoff. Eine Dose mit Farbverdünner. Wie kommt denn das? Wie kommt denn die da hin? Der Vorhang hing irgendwo fest. Also steckt auch die Dose fest. Okay. Ein Feuerlöscher. Darauf befindet sich ein schmutziger Handabdruck. Der Schrank eines Hausmeisters. Die Tür ist verschlossen. Was ist hier los? Ist die wirklich echt? Sieht als würde sie etwas festhalten. Das ist zu eklig, um es anzufassen. Also das ist ja wirklich widerlich. Aufstemmen. Komm, stemm's auf. Wippe. Okay, aber wir haben immerhin einen Schlüssel. Ein Haufen kaputter Möbel blockiert die Tür. Mit dem richtigen Werkzeug kann ich die Möbel trennen. Damit wir durchkommen? Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Wir haben einen Schlüssel. Im Inneren sind ein paar Werkzeuge und ein eingebauter Mini-Safe. Stemmeisen. Im Schrank ist ein eingebauter Mini-Safe. Wenn ich durch das Labyrinth käme, könnte ich den Safe vielleicht öffnen. Ach so. Nee, das hatten wir schon. Hier stemmen wir jetzt mal auf, wa? Mit diesen Stemmeisen sollte ich die Möbel wegkriegen. Super. Es hat funktioniert. Der Weg ist frei. Zwischen den Stühlen verbirgt sich eine Zeichnung eines Kindes. Hinten drauf steht etwas. Heller Mond leuchtet am Himmel. Wir sitzen nebeneinander. Dann Dunkelheit. Wer fehlt? Mond. Sie? Ich? Okay. Oh, schön, wir haben gespeichert.
Eine winzige Schlinge. Ich finde sie sehr gruselig. Oh nee, das ist nicht das, was ich denke. Oh nein. Das sieht wie eine Seite von einem Tagebuch aus, aber ohne Datum. Wir beide mögen dieselben Dinge. Das war schon immer so. Jetzt verstehe ich aber, dass wir diese Dinge nicht auf dieselbe Art mögen. Er mag Geschmäcker. Ich genieße Aromen. Wir starren aneinander oft in die Augen, die Gesichter nur Zentimeter voneinander entfernt. Trotzdem kam keiner von uns den anderen sehen. Müssen wir alle Tagebuchseiten sammeln? Das wäre so normal halt, war? Alle Tagebücher sammeln. Eine stabile Holztür, sie ist fest verschlossen. Durch den Schlüsselloch sieht man die Umrisse von etwas oder jemanden kaum zu erkennen. Hey, ist da jemand? Zen? Jutta? Kanae? Ich sehe euch. Geht es euch gut? Mach doch mal die Tür auf. Wer ist da drin? Zen, hör auf, du machst mir Angst. Oh, wer auch immer es sein mag, die Person antwortet nicht. Muss ich auch nicht. Ich glaube, die Person kann nicht mehr antworten, die da hinten hängt oder so. Das Schloss an der Tür ist verrostet und lässt sich nicht öffnen. Ah ja, doch, das kriegen wir schon noch auf. Ein schmutziges, knochentrockenes Waschbecken. Ein verzerrtes Gesicht starrt aus dem Scherben des kaputten Spiegels zurück. Oh, Augenringe, ich muss dringend schlafen. Ich hoffe, ich finde die anderen schnell. Eine schmutzige, leere Toilettenschüssel. Die Toilette hat einen Hebel, aber es gibt nichts, was man herunterspülen könnte. Hebel nehmen. Ja, warum nicht? So einen alten Toilettenhebel kann man mal gebrauchen. Irgendwann. Ah nee, ist das wirklich sowas, ja? Guck mal, hier ist eine Toilette. An der Toilettenschüssel ist eine blau-schwarze Flüssigkeit, die stinkt. Außerdem scheint ein Gegenstand darin zu liegen. Wie eklig. Ich frage mich, was da wohl drin ist. Aber meine Hand stecke ich in die Suppe sicherlich nicht rein. Okay, erstmal gucken, was Waschbecken sagt. Ein schmutziges, knochentrockenes Waschbecken. Oh, ihr wisst schon. Der Hebel sitzt wieder am richtigen Ort. Die Toilette lässt sich spülen und die dunkle Flüssigkeit verschwindet. Hey, das ist eine Schere. Und sie sieht noch scharf aus. Sie ist etwas schleimig, aber ich wette, die können wir benutzen. Kann ich die Schere nutzen? Nichts passiert. Okay. Hätte sein können. Ich sag's gleich vorab, ich bin extrem schlecht in solchen Spielen. Ich habe mich mal in Deponia versucht. Bin gescheitert. Ein großer Mülleimer. Er ist verschlossen. Ein kleines Stück Papier ragt unter einem Teller heraus. Meine Puppen sind meine Freunde. Ihre Freunde waren meine Puppen. So konnten wir spielen. Immer. Was? Meine Puppen? Nee. Meine Puppen waren ihre Freunde. Ihre Freunde waren meine Puppen. Ich glaube, ich verstehe das falsch. Jetzt ist es verschimmelt, aber damals war das sicherlich ganz feine Speisen. Durch die Tür komme ich nie durch. Was, wenn Zen in dem Raum eingesperrt ist und mir nicht antworten kann? Och, naja, wie, aber...
Aber ich komme doch nicht zurück. Mädel, wir kriegen diese Tür doch nicht auf. Oh, was ist denn jetzt los? Ein blutroter Farbspritzer verdeckt das, was in der Tür geschnitzt wurde, teilweise. Bitte komm raus, denn Katsuki, seid ihr verletzt? Niemand antwortet. Der Umriss steht still und stumm da. Der steht nicht still und stumm da. Oh, ich krieg das alles nicht auf. Hier war ich schon. Aber wenn es verrostet ist, ja, aber kann man das nicht aufhauen? Oder gab es hier vorne jetzt noch irgendwas? Oh Gott. Eine schreckliche mumifizierte Hand, die auf einem Buch mit Ledereinband ruht. Sie sieht fast so aus, als würde sie auf etwas warten. Was? Huch? Yuta? Yuta, bist du das? Hey, Saki. Ich hab überall nach dir gesucht und nach den anderen. Weißt du, wo sie sind? Nö, ich hab sie schon länger nicht gesehen. Ich hab dieses Buch angeschaut. Das waren wohl Haikus, darin Liebesgedichte. All die Leute, in diesem Zug noch am Leben waren, gab es hier wohl einige Paare. Alles okay mit dir? Das ist nur ein Haufen vergammelte Papiere. Was ich meinte ist, bist du noch sauer auf Sen? Nicht, dass ich dir das übel nehmen würde. Nein, nein, ich bin nicht mehr sauer. Ich bin drüber hinweg. Ich bin über vieles drüber hinweg, obwohl ich schon noch traurig bin. Sen hat es nicht so gemeint. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist einfach manchmal sehr eifersüchtig. Und er war todmüde. Typisch. Wieder verteidigst du Sen. Sei nicht so unfair. Ich habe ihn nicht verteidigt. Ich habe ihm auch gesagt, dass es gemein von ihm war. Stimmt wohl. Aber so richtig konfrontiert hast du ihn ja nicht. Und mich verteidigt auch nicht. Ganz ehrlich, nur Katsuki war auf meiner Seite. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Gar nichts. Oder zumindest nichts, was du nicht ernst meinst. Du hast einfach nur deinen Job als Verlobte gemacht. Das klingt ja so, als wäre das was Negatives. Ist es vermutlich nicht. Aber ist dir das nie aufgefallen? Am Anfang kennen die Menschen sich nicht, dann werden sie Freunde und dann werden aus Freunden Partner. Je näher man sich kommt, desto weiter entfernt sich das Wort Freunde, Verlobte, Ehemann, Ehefrau, keine Freunde mehr. Langsam musst du mir sorgen, Yuta. Wir sind doch Freunde. Ja, ich weiß. Weißt du, wir sollten schnell die anderen suchen und dann hier verschwinden. Jemand ist dann in einem Abteil mit einem komischen Schloss. Ich bin mir nicht sicher, ob die Person eingesperrt ist oder verletzt. Das könnte Sen sein. Oder Katsuki. Oder Kanae. Oder einfach nur eine Schaufensterpuppe. Aber wir müssen trotzdem nachsehen. Vorsichtshalber. Okay, sag mir, was ich machen soll. Folgen mir. Supi, wir sind zu zweit. Geilo. Schnell, komm mit. Komm, hier, guck dir diese Tür an. Bitte komm raus, Sen. Na, aber... Na toll. Nein, das war die Toilette. Halt. Mit dem Jungen geht man nicht auf eine kleine, enge Toilette. Glaubt mir, Mädels. Nicht mit einem Jungen auf eine Toilette gehen. Was, wenn Sen in dem Raum eingesperrt ist? Na, was denn nun? Ich hab doch jetzt gerade... Ja,
Wir haben doch gerade darüber gesprochen, dass wir uns diese Tür anschauen müssen. Ich geh mal speichern, wa? Sicher, sicher. Moment. Ich glaube, ich bleibe hier draußen. Warum? Ich habe etwas Klaustrophobie. Ich ertrage es nicht, in diesen winzigen Zugabteilen zu sein. Okay. Wenn du meinst, ich will nur kurz noch etwas nachsehen. Bin gleich wieder da. Klar doch, ich warte hier draußen. Ist immer noch diese kleine Schlinge. Ich habe gedacht, mit der Schere abschneiden. Geht aber nicht. Ich dachte, du würdest nie wieder rauskommen. Wohin jetzt? Du, das wüsste ich auch gern. Eigentlich hier. Ach so, okay. Hier haben wir unsere Notizen. Meine Puppen sind meine Freunde. Ihre Freunde waren meine Puppen. So konnten wir spielen, immer. Es ist schon gruselig. Es ist wirklich schon sehr gruselig. Aber noch gruseliger ist, dass ich jetzt schon wieder nicht weiß, wohin. Soll ich mal ganz vorrennen? Nö. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, zu den Zelten. Um zu den Zelten zurückzukehren. Okay. Hab's verstanden. Dann lassen wir das. Kannst du das lösen? Nö. Guck mal, ein Feuerlöscher. Ich muss irgendwo ein Tuch finden. Habe ich die Vermutung. Irgendwo muss ich ein Tuch finden. Ich hätte gedacht, hier hinten. Guck mal, hier. Also, ich glaube zumindest, dass ich ein Taschentuch brauche oder sowas. Ich gehe nochmal in die Toiletten rein. Ich sollte hier nichts mehr herkommen. Was? Ich sollte hier nicht mehr herkommen. Es ist eklig und hier gibt es eh nichts mehr, was weiterhilft. Okay, wenn sie das bei der Toilette sagt, sagt sie das bei der Toilette auch? Nein! Mann! Bin ja gut dabei, ey. Na toll. Ach, bin ich blöd. Ja, Schere. Und am Stoff geklemmt. Ah! Nein. Die Schere schneidet die dicken Vorhänge durch. Eine Dose mit Farbverdünner fällt auf den Boden. Das hat funktioniert. Komm, gehen wir weiter. Nichts passiert. Gut. Farbverdünner.
Die rote Farbe wurde verdünnt. Hängende Figuren? Was bedeutet das? Hast du das gesehen? Süßes, kleines Ding. Aber Jutta, wo kommt denn hier ein Kind her? Und das auch noch mitten in der Nacht? Vielleicht schlafwandelt es. Kannst du deine blöden Witze mal lassen? Unsere Freunde sind weg und ich find's echt gruselig hier. Sorry. Danke. Also, das Kind, es ist in Richtung Speisewagen gelaufen. Gehen wir ihm nach. Ich wollte aber jetzt... Na gut. Hä? Hast du das auch? Klingt wie Menschenmenge. Aber wir sind hier doch alleine. Irgendwo feiert immer noch irgendwer eine Party. Halt die Klappe, Jutta. Zuerst haben wir Halluzinationen und jetzt hören wir Sachen, die es nicht gibt. Aber das Kind... Halt! Nanu, noch ein Kinderbild? Wo kommt das denn her? Es war meine erste Reise. Viele gehen auf so lange Reisen. Einige enden nie. Noch ein Erdbeben? Was meinst du, Versuch? Verursacht die Jutta. Das Ding bringt mich völlig aus dem Gleichgewicht. Mir wird ganz schwindelig. Alles fühlt sich so komisch an. Jutta, ich glaube, ich... Alles in Ordnung, Saki. Entspann dich. Hä? Was ist geschehen? Wo bin ich? Das ist doch... Alte... Das ist doch der verrostete Zug, aber brandneu. Das gibt's doch gar nicht. Das muss ein anderer Zug sein, ganz sicher. Irgendwer kann mir hier sicherlich sagen, wo ich bin und wie ich hierher gekommen bin. Jo, aber, liebe Saki, das in der nächsten Folge und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir liebend gerne ein Däumchen da, ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, ich wünsche euch was. Bye, bye.